Es gab auch wieder ganz viele Fragen bezüglich deiner Frisur. Zum Beispiel, kannst du wieder zum Ei werden? Kommt die Glatze wieder, ja oder nein? Weißt du schon, wann der neue Brawl Talk kommt, beziehungsweise das Update? Ja, eine Frage, die ich auch immer sehr, sehr viel gefragt werde. Wann kommt das neue Update? Wann kommt der neue Brawl Talk? Und natürlich, was passiert im neuen Update? Wie viel Geld hast du in Brawl Stars investiert? Also ich schätze, seit ich YouTube mache, habe ich für Brawl Stars schon circa... Wann bekommst du deinen Creator Code wieder oder was ist mit deinem Creator Code? Ja, genau. Was ist mit meinem Creator Code? Bekomme ich den irgendwann mal wieder? Werden mal wieder Update-Videos auf meinem Kanal kommen oder ist das jetzt für immer Geschichte? Ganz oft wurde auch gefragt, warum will sich deine Freundin nicht zeigen oder wie sieht deine Freundin aus? Jetzt, wo ich leider keinen Creator-Code mehr im Brawl Stars habe, tragt doch gerne den Creator-Code von Lukas bei euch im Shop ein. Ihr wisst es, Leute, auf der Nita Ehrenbruder-Basis, alle 7 Tage müsst ihr den Code neu eingeben. Jo, Leute, was geht? Und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, wie ihr gerade seht, ich bin nicht zu Hause, ich bin tatsächlich hier gerade in Hamburg. Und zwar geschäftlich wegen ein paar neuen Merch-Sachen. Kleine Infos, kommt wahrscheinlich zu Ostern nochmal ein richtig geiles neues Merch-Paket. Also freue ich schon mal da drauf. Und in dem heutigen Video gibt es mal wieder ein kleines Fragen- und Antworten-Video. Ich habe nämlich vor ein paar Tagen auf Instagram eine Story gepostet, wo ich gesagt habe, yo, stell mir mal wieder ein paar neue Fragen, ein paar Sachen, die ihr vielleicht mal wieder wissen wollt. Und da sind tatsächlich ein paar interessante Fragen zusammengekommen, die ich heute in diesem Video beantworten werde. Also bleibt auf jeden Fall am Start, sind auf jeden Fall ein paar sehr interessante Sachen mit dabei. Und schreibt mir gerne auch in die Kommentare, ob ihr so etwas öfter sehen wollt. Und ich würde sagen, wir lauern gar nicht so lange drumherum, macht hier auch gerne mal wieder die 10.000 Daumen nach oben voll. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wie lange kennst du Marvin, Lukas und Pookie schon? Ja, interessante Frage. Also am längsten kenne ich tatsächlich den guten Pookie. Den kenne ich schon seit ca. 2013. Damals haben wir angefangen, beide mit Clash of Clans, hatten beide einen Kanal mit so ca. 100 Abonnenten. Und wie sich das Ganze bis jetzt entwickelt hat, ist auf jeden Fall sehr witzig. Danach kenne ich Marvin und am kürzesten kenne ich tatsächlich Lukas. Lukas kenne ich schon seit 2 Jahren, seit Anfang 2019. Marlon fragt, wann genau hast du Geburtstag und viele Grüße aus Oldenburg. Ah, viele Grüße zurück, Marlon. Ich habe am 28.10. Geburtstag um 1999 geboren. Also schreibt mal in die Kommentare, wie alt ich jetzt gerade bin. Was war dein Abiturschnitt? Ja, auch eine interessante Frage. Also ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Abiturschnitt. Ich habe einen Abiturschnitt von 2,9. Liegt aber auch tatsächlich daran, dass ich halt in meinen schriftlichen Prüfungen ziemlich reingeschissen habe. Also mündlich war ich eigentlich immer sehr gut in der Schule. Aber das mit den Klausuren, ich und Klausuren, wir sind nicht den hier. Wir sind eher so den hier. Also ja. Kann man dir Videoideen in die Kommentare schicken oder wo sonst? Ja, also ihr könnt natürlich gerne immer irgendwie per Instagram, ihr könnt gerne eine Story machen, mich irgendwie markieren und irgendwie sagen, yo Kevin, ich habe hier eine coole Idee, willst du da vielleicht ein Video zu machen? Da bin ich natürlich immer offen oder auch gerne Vorschläge in die Kommentare schreiben. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal eine Insta-Story, wo ich nach Videovorschlägen frage. Also wenn ihr dann coole Ideen habt, könnt ihr mir natürlich auch gerne vorschlagen. Machst du mal einen Song mit Musikvideo? Gute Frage. Habe ich auch schon lange drüber nachgedacht. Vielleicht kommt da dieses Jahr noch was. Mal schauen. Weißt du schon, wann der neue Brawl Talk kommt? Beziehungsweise das Update? Ja, eine Frage, die ich auch immer sehr, sehr viel gefragt werde. Wann kommt das neue Update? Wann kommt der neue Brawl Talk? Und natürlich, was passiert im neuen Update? Da kann ich euch auch was zu sagen. Und zwar wird da die nächsten Tage, beziehungsweise wenn ich noch ein paar mehr Infos zusammengesammelt habe, mal wieder ein ausführliches Video kommen. In dem heutigen Video stelle ich euch vor, wann ziemlich sicher der neue Brawl Talk und auch das Update kommen wird. Wo ich euch das Ganze wieder ausrechne und noch ein paar interessante Infos reindroppe. Also bleibt auf jeden Fall am Start und abonniert auch gerne den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Eine Frage, die auch unglaublich oft gestellt wurde, war, wann denn die Roomtour kommt? Ja, also ich habe es ja schon ein paar Mal hier auf dem Hauptkanal erwähnt, auch auf meinem Zweitkanal, Kevin Light. Hier, abonniert den Kanal auch gerne mal, da kommen auch täglich Videos aktuell. Wann kommt die Roomtour? Kommt jetzt demnächst, müssen wir nur noch aufnehmen. Und kleine Spoiler, mein Zimmer ist echt anders, als ihr es euch vorstellt. Also, ich glaube, viele haben ein ganz, ganz falsches Bild, wie irgendwie mein Zimmer aussieht, wo ich die Videos aufnehme. Also seid sehr gespannt, das Video wird die Tage, beziehungsweise jetzt, ich will noch kein festes Datum sagen, das Video kommt auf jeden Fall bald. Macht ihr nochmal einen 100-Stunden-Livestream? Gute Frage. Haben Lukas und ich auch tatsächlich schon drüber nachgedacht, ob wir so etwas nochmal machen wollen. Also der 100-Stunden-Livestream kam echt gut bei euch an, das hat uns sehr gefreut.
War auch sehr, sehr, sehr anstrengend, muss ich sagen. Ob das Ganze nochmal kommt, mal schauen. Vielleicht, wenn ich die 1 Million Abonnenten erreiche. Man weiß es nicht, aber schreibt es doch auch gerne mal in die Kommentare, ob ihr so einen Stream nochmal sehen wollt. Vielleicht auch nochmal einen 50-Stunden-Stream, 48-Stunden-Stream. Oder gebt mal einen Daumen nach oben, wenn ihr auf so etwas nochmal Bock hättet. Es gab auch wieder ganz viele Fragen bezüglich deiner Frisur. Zum Beispiel, kannst du wieder zum Ei werden? Oder, wenn deine Glatze wieder gewachsen ist, machst du denn nochmal eine Glatze? Ja, also ihr fragt, was mit der Kiwi passiert, Leute. Kommt die Glatze wieder, ja oder nein? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe selber noch nicht drüber nachgedacht. Also viele haben mir auch in die Kommentare geschrieben, als ich das gemacht habe, dass mir das eigentlich voll gut steht. Manche meinten, das sieht total aus. Ihr wisst ja, ich habe da auch mal so ein Video zu gemacht, wo ich auf Hate-Kommentare reagiert habe. Muss ich mal schauen. Also ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Was findet ihr, steht mir besser? Die Kiwi-Frisur, meine alte Frisur oder die Glatze? Mal sehen, vielleicht kommt die Glatze nochmal. Wir gucken mal. Ganz oft wurde auch gefragt, warum will sich deine Freundin nicht zeigen oder wie sieht deine Freundin aus? Ja, also Celine stellt ja euch auch, beziehungsweise nicht euch, sondern mir auch gerade die Fragen. Ist tatsächlich so, dass sie sich noch nicht zeigen möchte, weil sie gerade noch in der Schule ist und erstmal einen festen Job haben möchte, also erstmal alles das unter einer Tüte haben möchte, bevor sie irgendwie auf YouTube sich zeigt, so. Und deswegen ist sie aktuell noch nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera und stellt die Fragen. Wie viel Geld hast du in Brawl Stars investiert? Ja, auch eine Frage, die, glaube ich, sehr viele Leute gefragt haben. Bitte behaltet im Kopf, das Ganze dürft ihr nicht in Relation sehen. Im Endeffekt sind das für uns Videoausgaben. Mit den Videos kommt natürlich auch wieder Geld rein. Also im Endeffekt gleicht sich das dann alles irgendwie wieder aus. Und es ist jetzt zwar eine sehr große Summe, die ich gleich sagen werde, aber bitte nehmt euch da kein Beispiel dran. Also ich schätze, seit ich YouTube mache, habe ich für Brawl Stars schon circa 15.000 bis 20.000 Euro ausgegeben, wenn nicht sogar noch mehr. Auch wieder eine Frage, die ganz oft gestellt worden ist. Wann bekommst du deinen Creator Code wieder oder was ist mit deinem Creator Code? Ja, genau. Was ist mit meinem Creator Code? Bekomme ich den irgendwann mal wieder? Werden mal wieder Update-Videos auf meinem Kanal kommen oder ist das jetzt für immer Geschichte? Was passiert jetzt in der Zukunft mit mir und Supercell? Das ist eine sehr gute Frage. Aktuell hat sich tatsächlich noch nicht so viel getan. Ich hoffe natürlich, dass ich den Creator-Code und vielleicht auch die Supercell-Vorteile wiederbekomme. Ich probiere mich auch eigentlich weiterhin an die Richtlinien zu halten, die ich früher als Creator hatte. Aber wann, wie und ob ich den Creator-Code wiederbekomme, weiß ich aktuell leider immer noch nicht. Aber drückt mir auf jeden Fall weiterhin die Daumen. Das war's dann jetzt auch mit den Fragen. Okay, ja, also ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da und schreibt mir gerne auch mal eure Meinung zu den verschiedenen Sachen in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat es unterhalten. Gebt wie gesagt einen Daumen nach oben, checkt die Videos aus der Endcard aus, abonniert meinen zweiten Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüssi.